Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und wir sind im Grab der neuen Götter. Ich bin als Paladin Heiler hier, die Gruppe ist random, ich kenne die gar nicht, aber sie wissen zumindest, was zu tun ist, weil wir suchen den Gang, wo dieser Teufelskopf dran ist. Alle anderen Gänge sind falsch und hier ist dieser Teufelskopf, also sind wir hier richtig, also hier rein. Drei Gänge gibt's. Ihr sucht den, wo der Teufelskopf zu finden ist. Das haben die schon mal gut gemacht. Das sieht schon mal so aus, als wenn die Ahnung hätten. Das ist, finde ich, schon mal gut. Aber gucken wir mal. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Also nicht zu früh freuen. Mal abwarten. Okay, die Gruppen gehen aber auch gut weg. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt mal gucken, ob sie die ersten Mechaniken können. Unten am Boden sind Symbole und genau die Gräber mit diesem Symbol müssen wir oben finden. Okay, er macht das schon mal richtig. Aber da kommen Gegner. Und, er hat sie getriggert. Na gut, wir laufen weg. Tschüss. Okay. Da kommen jetzt jede Menge. Ja, war klar. Jede Menge böse wilde Watze. Aber sie fallen gut um. Das ist okay. Okay, ihr habt jetzt auch alles getriggert hier, ne? Zack, steht mal rum, genau. Und weg. Sehr gut. So, was müssen wir noch tun? Ist schon alles erledigt. Okay, also durch die Tür. Uiuiui, der Tank hat's eilig. Jetzt werden die Leute ergriffen. Drei Geister. Wenn man die nicht schnell genug tötet, dann saugen die den Spielern das Leben aus. Und dann ist es erledigt. Dann müssen die neu anlaufen, dann sind die tot, aber wenn man die wie hier jetzt einfach vorher runterknüppelt, dann ist das easy. Einfach weiterlaufen. Die Mechanismen verbessern, seine Bewohner stärken und die Schätze darin. Lange Treppe, damit der Boss ein bisschen Zeit hat, ein bisschen was zu erzählen. Guckt euch auch ruhig mal die ganzen Gemälde, die immer vor diesen Aus- und Eingängen sind, an. Und da wir jetzt wieder random sind, weiß ich nicht, wollen die das Spielchen machen. Ich finde diese Fallen ja immer schrecklich, aber okay. Ja, also die Leute müssen Tränke schlucken, werden in ein Tier verwandelt, sehen aber nicht in welches. Und die anderen müssen ihnen jetzt sagen, welches Tier sie sind. Ich spule mal einfach vor. Und Gott sei Dank, fertig. Für 40 Reichtümer ist das immer, naja, was soll's. So, hier erscheint ein Geist, genau. Der zieht wieder einem das Leben aus. Die Gruppen fallen aber ganz gut um, das gefällt schon mal. Zack, zack, zack. Und flupp. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn ich dem Tank komplett ein Schild geben kann, aber gut. Okay. So, den dann noch. Okay. Gucken wir mal, ob sie die eigentlich richtige Skelettschlüsselreihenfolge haben wollen oder ob sie das verändern. Klassischerweise nimmt der Tank das in der Mitte. Ich nehme den hier mit dem Überschild. Damit ist aber auch eine Aufgabe verbunden. Ich muss gleich die Pestkugeln zerstören, weil nur ich das kann. Und der DD mit dem meisten Damage nimmt ganz rechts, weil der macht mehr Schaden auf den Boss. Der in der Mitte macht weniger Schaden auf den Boss. Das ist für den Tank eigentlich egal.
Und derjenige, der ganz links nimmt, hat zwar dieses Überschild, muss aber auch die anderen retten von den Pestkugeln. Das heißt, der muss während des Kampfes wohin laufen und deswegen sollte das kein DD machen und kein Tank, weil die sollten immer am Boss stehen und ihn niederknüppeln. Aber dank dieser ganzen neuen Veränderung und Ausrüstung und Mods lebt so ein Boss halt nicht mehr lang. Das ist auch erschreckend. Da wurde extra mal die Skalierung eingeführt, damit sowas nicht mehr passieren kann, aber es ist schon wieder soweit. Ja. So, Tür auf. Und der Boss darf wieder ein bisschen reden. Wir rennen wieder nur. Auf der nächsten Ebene warten einige meiner Lieblingstierchen auf euch. Sie freuen sich bestimmt schon auf euren Besuch. Okay. Alle da? Kann ich den von hier schon treffen? Der seppt sich nämlich dreimal woanders hin, wenn er getroffen wird. Ja, total nervig. Erst dann bleibt er irgendwo stehen. Und wenn er weg ist, sind seine Kumpels auch weg. Also nur um den Boss kümmern. Und weiterlaufen. Und erledigt. Sehr gut. So, wollt ihr wieder rätseln? Ja, sieht so aus. Stellen sich da schon hin. Das bedeutet, ich spule wieder vor. Jetzt müssen die Artefakte untersucht werden und die richtige Reihenfolge zum Anklicken. Und wenn man im Chat ist, machen das meistens zwei Leute direkt hintereinander, sodass, falls der eine was Falsches macht, der andere mit dem anderen weitermachen kann. Und die vorherigen Reihenfolgen gleich sind. So, jetzt nicht über die Holzbrücke laufen. Okay, der Tank macht es. Nicht über die Holzbrücke laufen, weil dann spawnen oben Gegner. Pech haben, bleiben jetzt auch die DDs oben, werden von denen aufgehalten. Hier in diesem Fall. Manchmal geht es noch, dass sie die mitbringen. Wenn sie einfach hier runterspringen, dann kommen die Gegner aber auch noch mit runter. Die muss man aber gar nicht spawnen. Okay. Erledigt. Wir können hoch. Stummschalten. Aus der Gruppe ausschließen. Geh weg. Plump. Die stehen jetzt rum. Jetzt können sie hauen. Perfekt. Sehr gut. Geile Türen. Boss darf wieder reden, wir dürfen wieder laufen. Vielleicht habe ich es euch zu einfach gemacht. Doch das spielt keine Rolle. Niemand hat es bisher über diese Ebene hinaus geschafft. Eure Seele wird schon sehr bald mir gehören. Und wollt ihr wieder rätseln? Schon wieder saufen? Sieht so aus. Okay. Das bedeutet, ich spule mal vor. Und fertig. Eine Cutscene, wegklicken, ein paar Meter gehen und dann kommt meist die nächste Cutscene. Ah, T-Rex! Hier steht mal rum, jawohl.
Geht ihr rechts rum, geht ihr links rum. Okay, ihr teilt euch auf. Na dann. Da ist noch eine Truppe. Die stehen rum. Und die hier am Ausgang, Eingang, Zugang, wie auch immer. Badam, badam, badam. Alle weg. Nein, da war noch einer. Okay, da spielt er den Engel des Schutzes. Na dann. Mhm. So, Bossfight. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Kann man wegklicken. Und immer drauf. Bleib mal außerhalb dieser roten Fläche stehen, weil dann erwischt sie mich gar nicht. Oh, das geht aber sehr, sehr schön. Also Damage ist auf jeden Fall da. Das ist auf jeden Fall da. Und weg ist er. Okay. Und eine blaue Insignie. Und zwei Smaragde. Und ein Aal. Uiuiui. Hier nehmen wir euch. Ja, steht mal rum. Dann kommt da noch die Gruppe. Plump, plump. Und der letzte erledigt. Jetzt wieder gucken, ob sich immer den Spaß erlaubt, hier irgendjemand zu triggern. Weil wenn ihr niemanden angreift, ganz easy, kommt ihr so durch. Haut ihr nur einen von denen an, dann habt ihr die ganze Masse hier gewonnen. Im Kampf. Lalalala. Da die hier genug Damage haben, müsste das eigentlich gar kein Problem sein, diese Geister gleich umzuhauen oder den Boss schnell genug runterzuhauen, dass man gar keine Geister mehr machen muss. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ich habe jedenfalls gleich gute Chancen, meinen Rohastral hier mir abzuholen. Denn das ist ja schon einer der längeren Dungeon hier. Lange Laufwege. So, drücken, skippen, auf der Plattform stehen. Tada! Okay. Geh ruhig verschwenderisch mit so einem Schild um. Was soll's? Au, oh, dieses Lähmen irgendwie. Man steht so weit weg und ist dann trotzdem alle paar Sekunden gelähmt. So, auf der Seite erscheint der große Azerak, also auf die andere Seite da. Der haut auf die Plattform, kippt die und steht man zu nahe bei ihm, dann fällt man halt runter und ist tot. Also, früher war man raus, jetzt landet man auf der Plattform. Alles einfacher geworden. Au, ich hab gerade, siehst du, das meine ich mit dem Betäubtsein zwischendurch, wie nervig. So, da sind die Geister, ihr steht mal rum. Macht sie mal eben weg. Jo. Ist jetzt aber gut. Jetzt reicht's aber auch. Ja, Damage ist ordentlich hier. Immer noch betäubt. Das hört gar nicht auf. Das hört nie auf. Es hört nie auf. Na, wo ist der Große auf der Seite? Also zur anderen Seite gehen. Und das war's. Düdüm. Ups, einer ist mal da gefallen. Scheiße. Passt auf beim Aufheben, nicht einfach klicken, weil da ist auch der Ausgang. Das ist schon vielen passiert, dass die Klicker draußen waren. Keine Truhe geöffnet, nix. Düdüm. Armschienen der Verteidigung. Naja, und ein Geschenk des Djinns. Immerhin. Das nehmen wir.
Fünf Reittiermarken. Noch ein Geschenk des Gens. Ja, nehmen wir. Sehr gut. 17 Minuten. Okay. Und Neulingsbonus. Okay. Dann habe ich ja richtig Kohle gemacht hier. Und einen Rollenbonus. Yay. Also, richtig abgesandt hier. Vielen Dank. Tschüss.